Ja klar. Na logisch, Dean. Alles nochmal, wenn ich jetzt rippe... überhaupt nicht lustig. Alter, wollen die mich trollen? Das ist ein komplettes Labyrinth hier. Oh, scheiße. Du bist angekommen. Du bist also das auserwählte Kind. Hab keine Angst, komm näher. Ich will zurück. Ich will zurück. Vielleicht kann ich doch noch zurück. So, was jetzt? Ja, natürlich ist das schade. Es ist totaler Mist, Souls hier. So, was jetzt? Soll ich noch da unten gucken? Oder soll ich jetzt versuchen? Du bist angekommen. Du bist also das auserwählte Kind. Hab keine Angst. Komm näher. Oh, Kino, danke für dein Subgeschenk. Hehe, fürchtest du dich vor der Dunkelheit, Ryu? Schrei aus Angst vor mir, wie du es auch als Kind schon getan hast. Es ist schon sehr lange her, Ryu. Ich dachte mir schon, dass du derjenige sein würdest, der die Tore öffnet. Auserwähltes Kind, tapferer Drache. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Albtraum. Oh. Barbaroi, deine Arbeit ist getan, du hast das Tor geöffnet. Die Welt wird nun unserem Meister Death Evan gehören. Die totale Zerstörung hat durch die Öffnung des Tores begonnen. Greif mich an, Ryu, ich werde mich nicht mehr so zurückhalten, wie ich es getan habe, als du noch ein Kind warst. So. Ich überlege, ob ich direkt den Riesendrache mache. Vielleicht noch nicht. Erstmal eine Runde, was soll ich sonst machen? Ich bin komplett voll. Okay, Nina ist schon mal schneller. Das ist sehr viel wert, weil dann kann sie heilen. 100 Damage, ja, das kommt gleich. Okay, Bo ist auch schneller als er. Das ist auch mega gut. Weil dadurch habe ich AOE Heal vor ihm. Abwehr X könnte ich machen, ne? Wenn jetzt kein AOE kommt, mache ich Abwehr X plus. Original Hardware. Also, naja, die Konsole ist eine Super NT. Das ist nicht ganz original, aber die Spiele sind original. Eigentlich müsste Rand auch einmal Verarzten 3 machen, damit ich danach... Also es könnte jetzt Overheal geben, aber dann kann ich danach Abwehr Plus machen. Goggle 91, danke für den zweiten. Aber ich benutze sonst alles Original-Hardware, also Controller-mäßig, Games, ist alles original. Damage ist aber schon hart, ne? Kann ich mich jetzt überhaupt trauen? Ab, doch, kann ich machen, glaube ich.
Könnte auch mal Riesendrache machen, komm. Bo macht jetzt Abwehr plus X und hier einfrieren. Okay, das ist wahrscheinlich nur Phase 1. Interessant. Sehr interessant. Das schreiende und weinende Kind von damals hat erstaunliche Kräfte gewonnen. Wie sieht's aus, Ryu? Wirst du nun ganz alleine gegen mich kämpfen? Nein. Haha, du meinst, du könntest gar nicht verlieren? Dann bin ich gespannt. Lass uns kämpfen. Habe ich irgendwas, was 100% AP gibt? Nee, ne? Ich könnte mal den Drachenhelm hier jetzt ausprobieren. Warum nicht? Hallo Nordi. Nichts passiert, stark. Immer wieder dieser AOE-Shit. Ich kann noch dreimal kann ich noch AOE-Heal machen. Ah, wenigstens mal ein Crit. Es kommt zu wenig Damage raus. Doch, eine neue Brille, Nordi, ja. Schon ein paar Tage. Meine alte hatte einen Riss in der Mitte im Glas und das konnte man nicht mehr wegmachen. Ja, aber nicht mehr so, Olong, dass sie mal ein bisschen rutscht. Klar, sie hat keine Flügel. Aber sehr wenig. Vielleicht hätte ich denn in die erste Phase schaffen müssen ohne den Zauber von Ryu. Und dann hätte ich alleine gegen ihn kämpfen müssen. Und dann hätte ich meinen Drachenzauber machen müssen. Yogi-Bär, schenk dir erstmal Nordi mal wieder einen Sub. Die hat einfach immer Subs hier.
und das fast Quatsch ist, so wie ich es jetzt mache. Jetzt kriegt er von Rio die AP. Nur damit er jetzt wieder hochheilen kann. Shit, ey. Das wird jetzt echt knapp. Eigentlich muss er jetzt auch verarzten machen. Oh mein Gott. Jetzt wird's super knapp. Isiano, dankeschön. Für 2 Monate, dankeschön, Mann. Denz Mario. Bester, bester Emote. Oh Gott, jetzt, vor allem Nina kriegt jetzt echt Damage. 160. Boah, zum Glück. Dodge. Boah, macht ja nichts bei dem. Scheiße. Ich krieg echt ein Problem. Weil das große Problem ist, dass ich nicht mehr lange heilen kann. Könnte man den X, den Stromschlag machen mit Nina. Ich kann noch 2-mal heilen. Noch 2-mal. Na, da macht jetzt tatsächlich einen, eine Waisenfrucht Sinn, weil dann kann er einmal mehr heilen. Und ich mache mal den Stromschlag. Deutlich mehr Damage, aber auch deutlich mehr, viel mehr Mana kostet der Scheiß. Ja, aber ich muss ja Damage jetzt rauskloppen. Was soll ich sonst tun? Komm schon, kritte das weg hier, das Ding. 300 bestimmt mit einem Crit. Oh, Crit. Ich muss. Weggekrittelt. Kommt 258. Das reicht noch nicht mal. Alter, wie lange. Wie viel HP hat der Otto? Jetzt macht er das auch! Ach du Scheiße.
Warum macht der denn jetzt so einen abnormalen Damage? Shit. Ich würde mal fast sagen, RIP. Ja, RIP. Ja, yep, Storm of Passion. Oh. Ja, macht ja keinen Sinn hier hoch zu heben. Entweder sterben die jetzt oder nicht. Was bringt es? Okay, dann nochmal. Alter, das ist ja Hardcore. Wo war denn der Shop? Naja, mit ein paar Items eindecken. Es sind halt die schlechten Items, ne? Was bringt mir 20 AP, ein Item? Da ist der Zug fast verschwendet. Dafür kann ich nicht mal meinen Stromschlag machen mit Nina. Also so schlecht sind die Items. Leveln gibt, macht ja keinen Sinn. Weil ich verliere meine XP ja nicht nach dem Tod. Also die sind ja immer noch jetzt Level 44 Bow zum Beispiel. Das heißt, ich kann einfach immer nur zum Boss gehen. Irgendwann bin ich stärker. Densen-86 heiße ich bei der PlayStation leider. Gibt halt nur Scheiß, ne? Das ist das Problem. Weil klar, was soll ich damit hier? Wie viel soll ich davon kaufen?
Aber wie? Nee. Kann ich nicht stapelweise kaufen. Nee. Alles gedrückt, links oder rechts, alle anderen. Naja, aber Mana-Items, wie gesagt, ich kann ihm nur 20 Mana pro Item geben. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss eine komplette Runde ihm Mana pumpen. Das geht nicht so ohne weiteres. Der Drache macht ja Damage abhängig von seinem Mana, das er nutzt. Nein, keine Tipps. Heilt HP, wie viel denn eigentlich komplett? Heilt Statusveränderung. Stellt Topform her. Wieso kann ich das eigentlich nicht mal nutzen? Das kann ich nie nutzen. Was ist das? Statuspusher. Ich kann das nicht nutzen. $999 Final Blazer. Ja, Kacke. Kann ich keinen Rauch nutzen? Ja, gute Frage, Dean. Vielleicht ist da noch ein Shop oder Schamanen oder so. Ich weiß es ja nicht. Bitte nicht spoilern, aber das Warp-Ding war doch kein... Das wirkt doch so ein bisschen so, als wäre da irgendwie nochmal Heal. Und man kann speichern und dann über den Warp zum Boss, oder? So wirkt es ein bisschen. Oh, Wille. Oh. Wieder will ich, bin so blöd. Crit, crit, crit.
Oh, ich habe aber auch einfach kein Glück. Kannst du bitte das Schon aus deinem Satz nehmen, Final Blazer? Das wäre sehr freundlich. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft, wie funktioniert ein Speedrun von dem Spiel? Wenn man flieht und nicht levelt, wie soll man diesen Speedrun machen? Das muss ich mir mal angucken, also wirklich. Okay, hier war ich noch nicht. Aha. Das Drachenvolk hat die Kraft, den Dämon zu besiegen. Ein tapferer Streiter des Volkes wird Freunde finden, die an seiner Seite kämpfen werden. Jeder Drachenvolk-Nachkomme hat das Potenzial, sich in einen Drachen zu verwandeln. Aber nur das auserwählte Kind hat die Fähigkeit, ein wirklich starker Drache zu werden. Des Drachen stärkste Kraft wird Anfini genannt. Diese Kraft schlägt jeden Dämon einfach in Stücke. Wir sind die Weisen des Drachenvolkes, Wächter, die die stärkste Kraft des Drachen bewachen und behüten. Tapferer Kämpfer des Drachen, bist du bereit, diese Kraft zu empfangen? Dann lass uns gehen und die Stärke des Drachen in dir suchen. Weiser des Drachenvolkes, um Anfini zu erhalten, musst du eine schwere Wahl treffen. Zuerst müssen wir in einen Raum gehen und die Menschen dort konsultieren. Endlich können wir uns mal unter vier Augen unterhalten, Kumpel. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich bin immer an deiner Seite, verstehst du? Wow, Kumpel, sag nichts, nimm mich einfach mit. Lass mich einmal im Leben etwas echt Cooles machen. Oh Gott. Ja, was ist das denn? Woher soll ich denn jetzt wissen, wer in welchem Raum ist? Jetzt habe ich gleich Cat oder so. Oder Stan. Du bist mir schon einer. Ich wette, du kannst diese Kräfte des Drachen am besten von allen benutzen. Oder habe ich jetzt Bo gerade rausgeworfen? Keine Ahnung, was das hier ist. Oh. Aber du bist wirklich sehr stark, Ryo. Es gibt nichts, weshalb ich mir Sorgen machen müsste. Überlasst das hier mir. Ihr könnt euch dann um den Rest kümmern. Ich weiß nicht, was das hier macht. Wähle ich die jetzt raus? Zuerst müssen wir in einen Raum gehen und die Menschen dort konsultieren. Ich verstehe das alles nicht besonders gut. Ich kann zwar nur kämpfen, aber ich will dir auch helfen. Alles, was ich tun kann, werde ich auch versuchen zu tun. Ja, wetten? Wetten, ich hätte mir die aussuchen müssen, die ich... Das ist quasi löschen. Es gibt was ich nicht gesagt habe, seit du mich aus dem Kolosseum gerettet hast. Danke. Ich verdanke dir mein Leben, Ryo. Ich werde mich dafür revanchieren. Ich hatte auf unserer Reise so viel erlebt. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, dann wäre mir viel im Leben entgangen. Ich danke dir.
Ich war immer beeinträchtigt durch die Legenden über meine schwarzen Flügel. Ich wollte immer für das Wohl und den Frieden von Windia verschwinden. Aber jetzt, in meinem tiefsten Inneren, möchte ich dir helfen. Bitte nimm mich mit dir, Ryu. Habe ich jetzt 4? Was zur Hölle ist das? Es ist vielleicht unfair, aber ich will lieber selbst zugrunde gehen, als anderen dabei zuzusehen. Daher habe ich schon immer auf eine Möglichkeit wie diese gewartet. Hallo Jeromonix. Ich hatte einst erkannt, dass ich nicht mehr kämpfen wollte, aber du hast mein Leben verändert. Boss, nein, wirklich, mir ist es ernst. Wenn ich dir in irgendeiner Weise helfen kann, dann steht es dir frei, über mein weiteres Leben zu entscheiden. Hey, All Blue. In letzter Zeit habe ich viel nachgedacht. Es gibt Dinge, die man nicht logisch erklären kann. Ich glaube, dass starke Kräfte, die von unserem Herzen ausgehen, die Welt vor Gefahren retten können. Das ist etwas, das du in dir trägst. Ich bin gestorben. Beim Endboss. Alles nochmal. Jetzt habe ich einen Raum gefunden. So, jetzt habe ich alle Räume abgeklappert. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht muss ich auch tatsächlich... Weiser des Drachenvolks, wenn du alle deine Freunde getroffen hast, dann betritt diesen Raum hier. Bitte höre der Person zu, die dort wartet. Voll bin ich, ne? Du musst eine schwere Entscheidung treffen. Die große Kraft des Drachen, das Anfini, das sind deine besten Freunde. Es ist die Kraft in jedem deiner Freunde, der an dich glaubt. Um die Kräfte des Anfini erhalten zu können, muss das Vertrauen deiner Freunde getestet werden. In anderen Worten, einer deiner Freunde muss sein Leben für dich opfern, damit du das Anfini erhalten kannst. Du musst einen von ihnen auswählen. Hast du verstanden? Die Freunde, die mit dir gekämpft haben. Ich weiß, dass es schwer ist, einen von ihnen zu opfern, aber ein Leben zu opfern wird die Welt retten. Du musst nun wählen, Ryu. Weiser, ich bin sicher, dass du jetzt alles verstanden hast. Du musst eine Person opfern, der du wirklich vertrauen kannst. Wähle das Opfer und kehre in diesen Raum zurück. Stan! So wirst du nicht in der Lage sein, die Kräfte des großen Drachen zu benutzen. Komm wieder, wenn du deine Einstellung geändert hast. Hä? Ey, muss ich jetzt wieder in jeden Raum? Also, ich muss sagen, das Spiel nur in dem letzten 5% des Spiels von bei mir von 10 Sterne auf 6 oder so. Ernsthaft. Also das Spiel macht so viel falsch am Ende, das ist ja unnormal. Wenn ich jetzt wieder in jeden Raum muss... Okay, nee, dann ist gut. Ja, ich dachte... Ja, alles gut.
wessen Leben es sein soll, es stimmt, dass sie alle gute Freunde von dir sind. Ich verstehe, wie du dich jetzt fühlen musst, aber sie sind alle bereit, ihr Leben für dich und die Welt zu geben. Sei mutig und wähle einen von ihnen aus. Ich verstehe, dann gehe nun in einen Raum, in dem sich einer deiner Freunde befindet. Irgendwie mich selber opfern? Hallo Koala. Nein. Sei nicht schwach, bist du nicht das auserwählte Kind? Wenn es dazu dient, die Welt vor dem Bösen zu retten, dann werden deine Freunde das verstehen. Nun wähle. Nein. Du schwächelst, du verlierst den Blick für deine Bestimmung, versuch nicht ein guter Mensch zu sein. Der Dämon wird dich in Fetzen reißen, wenn du vor ihm Gefühle zeigst. Wähle, Rio, du musst dich entscheiden. Nein. Du bist wertlos, es gibt keine Möglichkeit für dich, den Dämon zu töten, deine Reise endet hier, Rio. Oh ja, Koala. Teuer. Gott sei Dank, Kumpel, du wurdest ohnmächtig. Ich dachte schon, du wärst tot. Rio kämpft mit seinen Gefühlen bis zum bitteren Ende. Aber letzten Endes hat er es empfangen. Er hat die gewaltigen Kräfte des großen Drachen, das Affini, empfangen. Rio hat eure und unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt. Geh jetzt, Rio. Vergiss niemals, dass deine Freunde alle an dich glauben. Jetzt einen neuen Zauber quasi. Anfini. Kostet kein AP. Also fand ich jetzt auch. Ich kann das nicht benutzen. Kann man wahrscheinlich nur am Ende benutzen, ne? Ich muss ein bisschen auf meinen Getränkekonsum achten. Deshalb keine Cola. Ja klar, Tom Wayne. So, ich habe auch noch eine falsche Formation hier. Sieben und das kostet 14. Genau gleich. Oh, die sind alle low. Ja, damit hat es nichts zu tun, Battle Sausage. Ich habe ja Zero getrunken, also Kalorien ist ja nicht das Problem gewesen, sondern eher das Gift, das man da trinkt. Und das ist unabhängig vom Zucker oder vom Süßstoffzeug, sondern einfach nur, dass es Dreck ist. Big Sash, moin. Was ist denn Aspartam?
Der Dreck in der Zola. Cola, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall schlimm. Ja, auf jeden Fall, also das Spiel ist, ja, ist schon eine Challenge, das durchzuspielen, finde ich. Ist nichts, was man mal eben durchzockt. Ja, oh Long, das ist bestimmt besser. Obwohl nur Bier auch nicht besser. Mario Master, danke schön. Und ein weiterer schöner Monat. Danke, Mann. Es gibt auch weiterhin tollen und auch lustigen Content hier. Ja. Hoffe auch bald auf eine weitere Blood Cup. Ja, Mario Master, ich hoffe. Ich hoffe auch. Es sind gerade so viele Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen. Oh ne, das Soda-Stream finde ich eklig, Multi-Gaming. Boah, Tee. Ja, Respekt und gut, dass du das hinkriegst, aber Tee, nein. Soda-Stream finde ich eklig, weil ich kann nur Wasser aus Glasflaschen trinken. Also wenn, ich finde Wasser immer noch nicht geil, aber wenn, dann eiskalt aus einer Glasflasche. Und nicht aus so einem Soda-Stream, da gibt es auch Glasflaschen, das weiß ich. Aber das ist trotzdem nochmal irgendwie anders. So, hier war ich zum Beispiel noch gar nicht drin. Also warmen Tee, damit kannst du mich jagen. Warme Getränke generell, ist es egal was, ein heißer Kakao, irgendwie zu Weihnachtszeiten Glühwein, alles finde ich eklig. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken, Kane, noch nie. Nicht einen Schluck. Kaffee ist Love, Kaffee ist Life. Ja, Soulseer, genau das kann ich unterschreiben. Den Geruch finde ich auch sehr anziehend, aber der also, ich will das gar nicht probieren. Ich finde so die Farbe und so, ich finde es eklig. Und nichts gibt es für mich ekligeres als ein Kaffee. Achtung, boah, ich darf da gar nicht dran denken, ich finde das so eklig. Kaffee in der Tasse mit Milch drin. Ich finde das so eklig, diese hellbraune Plörre. Ich weiß, dass das sehr speziell ist, aber ja. Pikusch. Thank you.
Boah, Mo, das kann ich auch gar nicht ab. Ich find's auch ganz eklig dann mit Leuten, also wenn die fritt. Also nee. Ach ja. Das ist auf jeden Fall die andere Seite von dem Teleport, ne? Bin ich schon da? Okay. Interessant. Wäre ich jetzt Fabrissa? Ja, ich trinke ja anderen Scheiß, ne? Ich trinke ja auch gerne mal Energy und das ist genauso ein Gift. Das ist ein anderes Gift. Ich trinke gerne mal... das ist jetzt in letzter Zeit wirklich keine Cola, aber... ja, ist alles Schrott. Aber Koffein merkt mein Körper auch null. 0,0, kann ich euch sagen. Temtem, ja. Ich gebe dir komplett recht, dreckiger Egon. Ich gebe dir komplett recht. Unterschreibe ich genauso. Bei 10.000 Fabrissa, ui. Ich habe es vorhin mal testweise gemacht. Und da war ich bei 1000, das hat so 5 Minuten gedauert. Ja, schöne Platin bei, aber auch jetzt keine mega krassen. Ja, das ist nicht nur grauenhaft bei dem Spiel, Nerdy, das ist einfach schlecht. Also, der Random Encounter Kack hier in dem letzten. In den letzten 10% des Spiels ist einfach eine Frechheit. Und das. Die Kämpfe dauern ja nicht eine Sekunde oder so. Du spammst ja nicht einfach nur Attack, 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 alles sind One-Hits. Du brauchst ja einen ganzen Cycle für einen Mob. Also. Echsenschild. Soll wieder nur Schrott wetten? Oh, nice. Genau, Fabrissa, da wüsste ich aber mal gerne, wie viel Instanzen das Game hat, quasi. Also, wir werden ja nicht mit 10.000 Leuten in einer Welt sein, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich instanziert. Und da wüsste ich gerne, oder wie hoch ist die Chance, dass wenn jetzt irgendjemand anders von euch startet, das Spiel, der dann mit mir zusammen in der Stadt da rumläuft. Ja, versuch mal, Fabrissa. Ich habe da nicht so viel rausbekommen. Temtem. Ich würde fast nachher mal so ein Stündchen starten mit euch, weil ich mal einen Blick reinwerfen will. Hä, da ist noch ein Teleporter oder ist da der Boss? Was heißt denn, da ist sie sehr hoch? Hey, Salty Iceman. Ja, ich bin echt mal froh, wenn das jetzt mal hier ein Ende hat. Ich dachte, ich spiele noch ein halbes Stündchen oder so Breath of Fire und jetzt sind wir gleich bei 2 Stunden. Weil sich das so unnötig zieht. Nee, das würde ich nie machen, Nerdy. Jetzt die Geschwindigkeit verdoppeln, das würde ich nie machen. Dann würde ich lieber Rage quitten. Aber das wäre doch jetzt super dumm. Ich glaube, über den Teleporter komme ich zum Boss. Ich meine, da ist der jetzt drin. Oder? Komm. Leute, ich muss aufs Klo. Cliffhanger des Todes. Endboss, bitte. Jetzt habe ich diese komische Kraft, was auch immer die macht, vielleicht... Ey, hallo? Was ist jetzt passiert? Oh, verhedderte Controller. Kurze Pipi-Pause und dann Endboss-Fight. Ich hoffe, es klappt. Junge, das ist der Trigger des Todes.